Zeit auch dreimal 1000 Meter der Männer mit dabei auch von der SV und Startnummer Lennart Jordan, LAZ Puma Rhein, Sieg Christoph Juschka, die Startgemeinschaft Sympathie-Sprinter Berlin mit Sebastian Schenk, die Startgemeinschaft Alp-Schorndorf-Zell mit Marc Kohlen-Steinsberger, die LGV von SSG Benzern mit Tano Bartsch, LG Region Karlsruhe 1 mit Holger Körner, Startgemeinschaft Erfurt Jena mit Marcel Lienberg, der TV Wattenscheid mit Martin Bischof, LSC Hundstadt Eich mit Alexander Bartsch, LG Braunschweig mit Viktor Kuhn und LG Teles Finanz Regensburg mit Gabriel Geck. Das war der Startschuss, 3x1000 Meter, der zweite Zeitlauf hier der Männer. Nach diesem Lauf wissen wir also, wer sich den Titel hält und natürlich die Medaille gewonnen hat. Die LG Kartek Nordschwarzwald hat eben vorgelegt mit 7:21.09. Knapp 500 Meter haben die Athleten hier absolviert und kommen auch schon wieder auf die Zielgeraden. LG Braunschweig aktuell in Führung. Von der Startgemeinschaft Erfurt Jena. Die Braunschweig immer noch in Front, hier 200 Meter vor dem ersten Wechsel. Victor Kuhn wechselt da jetzt auf Andreas Lange. Die Startgemeinschaft Erfurt Jena mit Philipp Reinhardt auf der Strecke und an Position 2 aktuell LG Region Karlsruhe mit Felix Wammelsberger. Bayern.
Also jetzt in Führung LGT des Finanz Regensburg. Für die LGT des Finanz Regensburg, der deutsche Meister über die 800 Meter jetzt auf der Bahn, Benedikt Huber, Halbfinalist bei den Europameisterschaften. Dieses Jahr die Premiere im Nationaltrikot gefeiert und reist dann doch eine ziemlich große Lücke zwischen die LG Braunschweig mit Sören-Nicolf, dem deutschen in der Stadtgemeinschaft Erfurt-Jena und dem fünften der deutschen Meisterschaft aus Kassel, Sebastian Keiner. Gefolgt von der Region Karlsruhe mit Christoph Kessler. Und da kommen die Führenden. Wir holen sich hier die Bronzemedaille in 7:08.